next subject so that I can really understand the morning. You can sign up at NY. Very theoretical. Very good thing for Loud Russia Alliance that was designed. Wie geht's, wie steht's? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe heute ein Video für euch, wo ich euch zeige, wie ich von Wien nach Mallorca fahre. Mit dem Auto, mit der Fähre, mit meinem Hund und meinem Mann. Ich habe einige Fragen von euch bekommen, die ich in diesem Video auch beantworten werde. Was machen wir hier? Wie war die Reise? Wie viel hat es gekostet? Wie sieht die Fähre aus? Ich zeige euch alles in diesem Video, also enjoy. Ich würde sagen, starten wir mal. Schau mal. Wir sind gerade in irgendeiner Stadt in Italien, wo wir einfach von der Autobahn runtergefahren sind, damit die Ellie mal kurz Pause machen kann. Wir haben schon einige Pausen eingelegt heute, aber zum Glück ist alles gut, ihr geht's voll gut. Und ja, wir kommen der Sache schon näher. Wir haben jetzt entschlossen, spontan in Verona zu übernachten. Wir wussten nicht ganz, wo wir stehen bleiben, wie weit wir kommen, wie es der Ellie geht, aber es geht ihr eigentlich voll gut. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir fahren so viel wie möglich heute und dann morgen nur noch ein bisschen was. Und haben so ein Hotel außerhalb von Verona gefunden. Das Gott hat es gefunden, ich habe es noch nicht gesehen. Ich hoffe, es ist gut. Aber ja, wir schlafen da nur eine Nacht und fahren dann morgen gleich in der Früh los nach Genua. Aber jetzt heißt es erstmal Ellie füttern und trinken geben und dann weiterfahren. Wir sind in Verona angekommen oder zumindest irgendwo außerhalb von Verona und werden jetzt mal einchecken. Guten Morgen aus unserer Unterkunft in Verona. Wir haben hier Zwischenstopp gemacht, sind gestern so gegen 5 Uhr oder so angekommen. Und haben dann hier im Hotel Abend gegessen, war total nett. Das Zimmer ist auch sehr nett, sehr authentisch italienisch, recht günstig. Und wir sind halt wirklich außerhalb von Verona, also sind leider nicht in der Stadt, aber wir haben auch nicht wirklich viel Zeit, hätten nicht viel Zeit gehabt, die Stadt zu sehen. Weil heute ist es jetzt 7 Uhr früh und wir fahren jetzt gleich weiter. Es geht nämlich noch nach Genua, das sind ungefähr 3 Stunden von hier. 3, 3,5 und fahren heute eben mit der Fähre nach Barcelona. Ich schätze mal, dass wir beim Hafen sehr, sehr viel Zeit haben. Schätze ich jetzt mal, weil die Fähre fährt 4 Stunden nach der Boardingzeit ab. Und ich schätze mal, dass in der Zeit, dass wir da im Hafen im Auto warten müssen. Habe ich zumindest mal gehört. Also mal schauen. Ich werde euch die Journey zeigen. Mein bequemes Reiseoutfit ist übrigens das neue Sweatshirt, Oversized Sweatshirt von der Slow Label in der Farbe Shiitake. Sieht man jetzt nicht so gut, weil es ist dunkel und mit den gelben Lichtern kommt die Farbe, glaube ich, nicht ganz so gut rüber. Aber ich liebe sie sehr und trage dazu auch noch die High-Rise Compressive Leggings. Ich werde euch das unten verlinken. Ellie geht's auch gut. Die ist einfach nur happy, dass wir ihr Bett dabei haben. Wie ihr sehen könnt, Luxusbett. Das ist, glaube ich, von Top Down Dog. Ich glaube, so heißt es. Ich werde euch das unten verlinken. Ja, hallo. Wenn das Betty dabei ist, dann ist überall ein Zuhause. Dann ist alles gut. Gell? Du bist ein Chiller. Du bist ein Chillerhund. Also das Reisen mit Hund nach Mallorca ist mit der Fähre natürlich eine der besten Varianten. Wichtig dabei ist aber, dass ihr die Fähre früh genug bucht, aber auch flexibel seid, weil unsere Fähre wurde leider gecancelt und wir mussten dann eine andere Fähre buchen. Ich sage früh genug buchen, weil es gibt in der Fähre gewisse Zimmer, die Fähre fährt 24 Stunden, das heißt, man übernachtet dort drin und es gibt gewisse Räume, die für Hunde auch geeignet sind. Wenn ihr so einen Raum nicht bucht, muss der Hund in den Zwinger und das ist etwas, was wir absolut vermeiden wollten. Deswegen haben wir ein Zimmer mit Hund gebucht und natürlich das Auto muss auch Platz haben, also einfach früh genug buchen ist einfach wichtig. Und sonst gibt es dort Außenflächen angeblich, wo der Hund auch sein Geschäft erledigen kann. Und wir haben einfach alles eingepackt, was sie braucht. Wir haben auch so Reisetabletten, weil sie hat schon sehr viele Ängste. Und mit diesen Reisetabletten ist es ein bisschen leichter, dass sie einfach nicht so Angst hat vor allem. Unsere Tierärztin hat uns die verschrieben und die bringen eigentlich schon was. Also man muss einfach wirklich den Zyklus, den die Tierärztin vorgibt, einhalten, dann geht's. Ja. Und wir haben übrigens für unsere Reise eine extra kleine Duffelbag gepackt für die Tage jetzt, wo wir noch nicht am Ziel ankommen. Also wir sind jetzt eben hier in Verona, dann sind wir eine Nacht in der Fähre und dann kommen wir abends in Barcelona an. Und alles, was wir in dieser Zeit brauchen, haben wir in einer Duffelbag, weil wir in der Fähre dann nicht alles rausnehmen müssen und nicht mit unserem Riesenkoffer hin und her laufen müssen. Das ist auch ein großer Tipp, dass ihr einfach alles, was ihr wirklich braucht, separat nochmal einpackt und dann am Weg nach Mallorca nicht den großen Koffer die ganze Zeit verwenden müsst. Aber ja, ich bin jetzt mal gespannt und werde jetzt mal losfahren. Wir waren jetzt gerade bei Chef Express und da gab es echt guten Kaffee und veganes Croissant.
So, wir sind jetzt in Genua angekommen am Hafen. Wir stehen schon, wo wir stehen müssen anscheinend. Wir haben einfach unser Ticket ausgedruckt, das ist ganz wichtig. Und es einfach jedem hingehalten und gesagt, wo müssen wir hin, wo müssen wir hin. Wir waren immer falsch. Es ist überhaupt nicht beschildert. Also man muss wirklich jeden fragen. Aber jetzt stehen wir richtig. Und das Problem ist, ich zeige euch gleich mal, wie es hier ausschaut. Wir wissen nicht ganz, wo wir jetzt mit der Ellie hingehen können. Und unser Schiff fährt eigentlich erst in so drei, vier Stunden ab. Ja, hoffentlich können wir jetzt noch ein bisschen herumgehen, weil hier jetzt 4 Stunden zu sitzen, das hatte ich zwar erwartet, aber irgendwie dachte ich, dass zumindest irgendwo noch so eine Grünfläche oder ein Klo ist, weil ich muss auch schon ziemlich... Es spricht auch jeder Italienisch, also man muss ein bisschen Italienisch verstehen oder einfach geduldig sein oder eine Übersetzung mithaben, aber das hat zum Glück geklappt. Hi Mausi, du bist so brav. Super. Hab gerade gesehen, dass hier Toiletten sind und hier gehen auch ein paar Leute herum. Da steht Pizza auf dem Schild. Das heißt, ich glaube, da kann man raus. Hast du gegessen? Hm? Ja. Du brave Maus, du. Wir parken da unten, sind jetzt die Stiegen raufgegangen, da ist ein bisschen Sonnenschein, wir können die Fähre beobachten und hier ist anscheinend ein Supermarkt, wo wir vielleicht noch kurz aufs Klo gehen können. Wir haben gerade Ellie gefüttert und ja, versuchen jetzt ein bisschen noch die Sonne zu genießen, es ist voll schön warm hier. Wir wollen wegen Corona nicht wirklich im Restaurant an Bord essen, deswegen haben wir jetzt wir haben so eine Schachtel mit Essen und das haben wir jetzt in die Toteback gegeben und das werden wir mitnehmen. Und das ist eben die Duffelbag, von der ich gesprochen habe, mit unseren wichtigsten Sachen. Vertreiben wir die Zeit ein bisschen mit Snacken. Die Mama hat uns da so Linsenleibchen eingepackt. Wenn ich das Rezept von ihr auf ihrem Instagram-Account finde, werde ich es euch unten verlinken. Die sind so, so gut. Wir haben da so ein zweiteiliges Set gekauft und so Bambusgabel. Not such a great scene, is it? Es geht los, wir fahren auf diese Rampe darauf, glaube ich. Da geht's entlang. Wir waren um 11 Uhr hier, oder wann waren wir hier? Wir waren um 11.30 Uhr circa hier, jetzt ist es 14.19 Uhr und jetzt erst geht's los. Also es ist gut, wenn man schon früher hier ist und sich einpackt und vor allem mit Hund akklimatisieren kann, aber ich glaube, es wäre auch okay, jetzt erst zu kommen, aber das weiß man halt nie. Ich habe auch eine Google Review gelesen, wo drin stand, dass die Fähre von jemandem einfach viel früher losgefahren ist. Also man musste wirklich schon früher da sein. Keine Ahnung, warum das dann passiert. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das habe ich halt gelesen. Also am besten einfach wirklich früh genug hier sein. Es ist jetzt 15.23 Uhr und wir stehen quasi direkt vor der Fähre und sind bereit zum Reinfahren. Unser Auto hat diverse Sticker bekommen, damit sie uns identifizieren können, glaube ich, oder damit sie uns zumindest zuordnen können. Und die Fähre sollte in 30 Minuten losfahren, deswegen hoffe ich, dass wir jetzt dann bald rein können, damit wir nicht irgendwie Verspätungen haben und erst sehr spät in Barcelona ankommen morgen. Es ist schon so warm, es hat 12 Grad und es ist einfach ein mega Unterschied zu Österreich, wo es irgendwie so minus 2 Grad aktuell hat. So. Es ist 16.24 Uhr und es geht los. Interesting that we don't have to back in and that it's not steep. You can pull it's gonna get steeper. So, alle Autos sind jetzt hier geparkt. Und da unten kommen noch die ganzen RVs rein, die ganzen Vans. Oh, hello. Hello. I like this mirror. It's actually kind of cute. But yeah, it's quite spacious. There's some space for Ellie. Das Stockbett. Und hier geht's in unser Badezimmer. Schau mal, Ellie. Das ist unser Badezimmer. Sogar mit Klo und Dusche. Es hat was von einem Nachtzug, es ist ein bisschen geräumiger logischerweise und auch eben der Hundeabteil, da sind ganz, ganz viele Hunde am Gang. Und wenn man aus dem Fenster rausschaut, sieht man direkt aufs Deck. Da werden wir jetzt dann rausgehen und schauen, ob wir noch den Sonnenuntergang beobachten können. Okay, okay, komm. Okay.
Jetzt gibt's erstmal Wein aus Italien und Cassini. Gut, dass wir einen Taschenöffner dabei haben. Ein Taschenmesser mit Flaschenöffner, wollte ich sagen. Sonst hat irgendwie keiner ein Hundebett mitgenommen, deswegen haben wir uns kurz gedacht, dass es vielleicht welche geben wird, aber nein, gibt keine. Und in ihrem Fall ist es so, also sie hat ein bisschen Angst, jetzt gerade ist sie voll ruhig und bei ihr hilft das Bett auf jeden Fall, dass sie sich beruhigt. Also wenn sie jetzt am Boden schlafen müsste, wäre sie sicher ein bisschen, nicht so ruhig. Aber jetzt gerade interessiert sie sich nur für unser Essen. Wir kauen jetzt mal sicherheitshalber an diesem Travel Gum, weil man merkt halt doch, dass man am Wasser ist und das sind wir eigentlich nicht gewohnt, deswegen mal schauen, ob wir es brauchen. Guten Morgen, wir haben jetzt von circa 9:30 bis 8 geschlafen, haben dann von unserem Fenster aus den Sonnenaufgang gesehen, was sehr schön war und sind dann gleich mal mit der Ellie raus. Sie war gestern Abend dann nicht mehr draußen, also wir waren wirklich nur draußen mit ihr, bevor wir losgefahren sind, und heute hat sie halt zum ersten Mal gesehen, okay, man spürt die Vibrationen, man spürt den Wellengang ein bisschen, und jetzt hat sie halt gesehen, okay, wir sind im offenen Meer, also sie war jetzt gerade Gassi draußen und hat einfach gesehen, dass hier, ja, nur Wasser rund um sie herum ist, was sie schon ein bisschen erschrocken hat, also sie hat dann schon gezittert und so, aber es ist jetzt eigentlich okay, also dank diesen Reisetabletten, glaube ich, ist das für sie irgendwie aushaltbar. Es sind einige Hunde hier, also wir sind im Hundegang, das sind wirklich jedes Zimmer ist ein Hundezimmer. Man hat auch die ganze Nacht ein paar Hunde bellen hören, was jetzt nicht so schlimm war. Aber ich muss schon sagen, also ich dachte, es gibt so eine Zone, wo die Hunde aufs Klo gehen können und wo sie auch frei herumlaufen können. Das ist aber nicht so. Also es ist schon eine Hundezone hier, das gesamte Deck, aber die Hunde pinkeln halt überall hin und gerade für meine Hündin, die nicht gerne, sie pinkelt einfach gerne auf Gras, ist es ein bisschen schwierig zu finden, wo sie pinkeln darf. Also es ist auch ein bisschen unhygienisch, weil die Hunde halt hier wirklich überall am Deck hinpinkeln. Also das haben wir schon ein bisschen anders erwartet. Ja. Naja, jetzt gibt es gleich Frühstück. Wir haben uns Milch mitgenommen, also Hafermilch und Müsli, und haben so eine Schüssel mitgenommen und Besteck, und wir werden dann einfach ein bisschen ein Müsli essen. Und davor werde ich jetzt aber noch ganz kurz ein bisschen arbeiten. Ich habe da meine Workstation aufgebaut. Es gibt WLAN, das kann man kaufen, aber es ist mega teuer, also irgendwie so 20 Euro, wenn du irgendwie genug WLAN haben möchtest, um wirklich arbeiten zu können. Und das ist es mir irgendwie nicht wert. Wir haben übrigens gestern dann, wie wir diesen Travel Gum gegessen haben, haben wir in der Packungsbeilage gelesen, dass man keinen Wein dazu trinken soll. Dann haben wir auch, also ich hatte zum Glück nur ein paar Schluck, dann haben wir das auch gelassen mit dem Wein. Aber der Travel Gum hat schon geholfen, muss ich sagen. Also ich bin jetzt, mir wurde nicht übel, obwohl man schon den Wellengang auch ein bisschen gemerkt hat. Und irgendwie hat er mich auch müde gemacht, deswegen konnte ich dann auch ziemlich gut schlafen, glaube ich. Wir haben noch ein paar Stunden vor uns, wir wissen leider nicht, wie lang. Hier ist weder irgendein Bordpersonal in der Nähe, noch eine gescheite Durchsage oder ein Monitor, wo man sehen kann, wo man gerade ist. Also wir wissen es nicht, wie lange es noch dauert. Es könnte sein, dass wir voll schnell sind und bald da sind. Es kann sein, dass wir noch mega lange brauchen. Bis jetzt gab es irgendwie, glaube ich, keine Stopps oder so, also wir sind die ganze Zeit im Movement sozusagen, aber wissen trotzdem halt nicht, ob wir jetzt wirklich um 15 Uhr ankommen oder etwas später, das wird sich noch herausstellen. So, jetzt gibt es erstmal Frühstück, und zwar habe ich Granola mitgebracht und eine Banane reingeschnitten mit diesem Bambusbesteck, das ist sehr praktisch, das habe ich in Wien im 7. Bezirk beim Holis gekauft, weiß nur noch nicht ganz, wie ich es dann reinigen werde jetzt da. Und dazu gibt es dann noch Hafermilch. Die haben wir beim Dance gekauft. Logischerweise hält sich die, wenn sie nicht geöffnet ist. Jetzt werden wir sie öffnen. Wir sind ja bald in Barcelona, da werden wir sie dann in den Kühlschrank geben. Aber ja, praktisches Frühstück. Und das Ganze habe ich einfach in so einem Behältnis gemacht, damit wir keine Einwegbecher oder so mitnehmen mussten. Das ist ganz praktisch. Das macht man dann einfach wieder zu und dann waschen wir das in Barcelona. Es ist 13.41 Uhr. Und wir sind jetzt gleich da. Anscheinend kommen wir um 14.30 Uhr an. Wir haben eine Durchsage verstanden, die anderen waren irgendwie alle in Italienisch und Französisch, aber nicht in Deutsch oder Englisch. Bei Italienisch ist klar im Vorteil. Wir haben auch, wie gesagt, noch immer niemanden getroffen, der irgendwie hier arbeitet. Das heißt, wir reden einfach mit den anderen Hundebesitzern und fragen, ob die sich auskennen. Aber ja, es sieht so aus, als wären wir gleich da.
Wir freuen uns schon sehr, haben ein Hotel gebucht in Barcelona und einen Parkplatz für unser Auto. Und ich werde wahrscheinlich nicht so viel von Barcelona zeigen, weil ich dieses Video sehr informativ halten möchte. Das ist wirklich nur über die Reise und wie man von Österreich nach Mallorca mit dem Auto, mit dem Hund kommt. Und die Barcelona-Sachen werde ich dann einfach nur auf Instagram posten. Wir sind insgesamt sind wir 3 Nächte in Barcelona und werden dann am Mittwoch mit der Fähre weiterfahren und dann sehen wir uns wieder. Ich werde euch jetzt aber noch zeigen, wie wir von der Fähre runterfahren und wie das da so abläuft und ob alles klappt. Und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder, wenn es mit der nächsten Fähre, auch wieder von GNV, von Barcelona nach Mallorca, nach Palma de Mallorca geht. Die Fähre an sich, also ich habe einige schreckliche Reviews gelesen, deswegen wollte ich auch das Video machen und war so unsicher, was mich erwarten wird, weil viele Leute sagen, dass die Fähre unglaublich dreckig ist und disorganized und all diese Dinge. Und ich muss das kann ich bestätigen. Sie ist sehr in die Jahre gekommen, sehr dreckig eigentlich schon. Die Zimmer sind natürlich gereinigt, aber bei uns war jetzt auch, vielleicht habt ihr es in dem Video gesehen, in der Dusche irgendwas am Boden und es war jetzt nicht super sauber. Das Bett an sich war sauber, frisches Bettzeug, alles gut. Es ist ähnlich wie ein Nachtzug, nur ich habe das Gefühl, beim Nachtzug ist es erstens ein bisschen sauberer und ich fühle mich zweitens einfach viel besser aufgehoben. Hier wurde man halt kaum informiert von irgendwem. Nicht mal beim Check-in ins Zimmer, wo man seine Karte bekommen hat, hat man irgendwelche Infos bekommen. Das fand ich ein bisschen schade. Was wir gezahlt haben, weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig. Ich schreibe es euch hier hin. Das ist nur mal für diese Fähre, also von Genua nach Barcelona. Die nächste Fähre war, glaube ich, nochmal genauso teuer, obwohl sie nicht so lang ist wie diese hier. Aber das werde ich euch dann noch genau auflisten. Light is so awful. Is that better? I mean, yeah. So, ich bin jetzt wieder da. Die Zeit in Barcelona war viel zu kurz, aber wunderschön. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, ich habe dort einige Tipps gepostet, könnt ihr euch gerne mein Barcelona-Highlight anschauen. Ja, wir sind jetzt wieder bei der Fähre in Barcelona. Das war um einiges leichter als in Italien. Wow, it was so much easier than in Italy. You just go in. Man muss einfach GNV, also die Fähre, wir sind mit GNV gefahren oder wir werden mit GNV fahren, muss man einfach auf Google Maps suchen und dann einfach dorthin fahren und alles perfekt, super easy. Und jetzt müssen wir unser Auto hier lassen und kurz einchecken. Da gibt es anscheinend ein Büro, wo man eincheckt. Das ist anders als in Italien. Und dann haben wir einige Stunden, bis unsere Fähre losfährt. Wir haben, glaube ich, 3 Stunden, die wir warten müssen im Auto. Es ist jetzt gerade 9 Uhr abends. Wir sind so müde. Es ist jetzt 11.30 Uhr oder 11.20 Uhr. Und unsere Fähre sollte in 10 Minuten losfahren. Wir sind aber immer noch auf diesem Parkplatz. Wir haben eingecheckt. Der Check-in-Prozess war viel ordentlicher als eingecheckt. Wir haben unsere Boarding Passes bekommen. Es war eigentlich wie im Flughafen, nur halt mini und schnell. und logischerweise ohne Gepäckkontrolle. Aber es ja, war irgendwie trotzdem notwendig. Und jetzt sind wir so müde und es geht einfach noch nicht los. Mal schauen, hoffentlich können wir bald losfahren. Die Ellie, die mag es auch gar nicht mehr da hinten. Die mag einfach schon schlafen gehen. Die hat zwar eh ihr Bett im Kofferraum, aber natürlich merkt sie, dass sich da was tut und kann sich nicht beruhigen. Und wir freuen uns jetzt schon sehr auf ein Bett. Wobei, mein Bett in der Fähre ist nur halb gut. Sind angekommen. Ich gebe euch mal eine kurze Tour, weil das Zimmer schaut ganz anders aus. Hier geht man rein. Hier ist Teppichboden. Das ist schon mal auf jeden Fall anders. Dann ist hier ein Bett und hier ein Bett. Kein Stockbett. Wir haben wieder Seaview gebucht, wenn das so notwendig ist. Und das ist das Badezimmer. Recht ähnlich eigentlich. Ist irgendwie ein bisschen sauberer, kommt mir vor. Guten Morgen. Wir haben überraschend gut geschlafen und jetzt geht's los. So, das war's mit dem Video. Leider endet es. Ich habe irgendwie dann nichts gefilmt von unserem ersten Tag in Mallorca, aber es ist auch gut so. Ich habe
die Zeit voll genossen und ich habe einiges auf Instagram gepostet, also schaut da mal vorbei. Ich habe dein ganzes Mallorca-Highlight und ich bin ja immer noch hier, also ich berichte ja weiterhin davon auf Instagram. Ich habe auch einen Vlog hier gefilmt, der kommt dann bald. Aber ich wollte noch einen Aspekt oder eine Frage beantworten, die oft kam. Also die erste Frage, wie lang sind wir hier? Wir sind von Ende Januar bis Ende April hier, also schon eine gewisse Zeit. Warum sind wir hier? Kam auch oft. Einerseits, weil ich das schon immer mal machen wollte. Ich habe die letzten Jahre immer wieder davon geträumt, im Winter mal woanders zu sein und grundsätzlich mal mehrere Monate woanders zu sein wieder. Irgendwie finde ich das voll bereichernd und ich finde, dass sowohl Scott als auch ich Jobs haben, wo man das machen kann. Und es ist total schade, dass wir das halt nicht in Anspruch nehmen. Mich hat halt die Ellie immer aufgehalten, weil ich sie immer mitnehmen wollte, aber nicht wusste, wohin ich reisen kann, wo sie dabei sein kann. Weil ich doch irgendwo sein wollte, wo es warm ist. Und das ist jetzt zum Glück mit dieser Reise, die ich euch jetzt gezeigt habe, mit Fähre und Auto, war das eben so möglich, dass wir sie mitnehmen können. Außerdem finde ich das Konzept von Slow Travel voll interessant. Also nicht für eine Woche wohin zu fliegen, sondern wirklich mehrere Monate wo zu sein, wo man nicht ist, um als Tourist irgendwelche Sehenswürdigkeiten zu sehen, sondern wo man wirklich versucht, mit Locals zu connecten und tolle Erfahrungen zu erleben. Ich mache zum Beispiel einen Keramikkurs, wir gehen sehr viel wandern, wir gehen viel essen, wir versuchen das hier wirklich zu genießen und einfach wirklich auch Slow Travel und Slow Living zu verkörpern und das halt wirklich zu genießen. Außerdem ging es mir in den letzten Jahren im Januar und Februar immer sehr, sehr schlecht. Und ich wollte dem auch irgendwie entkommen und es tut mir sehr gut hier zu sein. Einfach die Sonnenstrahlen, selbst wenn es jetzt nicht super warm ist, es hat manchmal so, also maximal so 15 Grad aktuell untertags, aber allein die Sonnenstrahlen auf meiner Haut zu spüren jeden Tag, das macht einen unglaublichen Unterschied und mir geht's psychisch daher auch viel, viel besser. Also ich bin wirklich voll froh, dass wir uns diesen Traum endlich ermöglicht haben und bin voll gespannt, wie sich das jetzt noch entwickelt, was wir alles noch erleben werden. Wir haben voll viel geplant. Es kamen auch viele Fragen zu den Airbnbs und zu den Unterkünften, wo wir hier sind. Dazu werde ich sicher auch nochmal ein Video machen vielleicht. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es die gerne in die Kommentare und ich gehe dann in Zukunft mal drauf ein. Vielleicht mache ich auch ein Q&A zu der Reise. Ich weiß es noch nicht, aber ich habe schon so viele tolle Experiences hier gefunden, die man machen kann, von Töpfern bis hin zu Olivenernte, bis hin zu den verrücktesten, coolsten Hikes und Stränden. Und ja, ich freue mich voll, das hier wirklich entdecken zu können in so einer langen Zeit. Also ich bin wirklich sehr happy. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich wollte euch noch erinnern, ich habe letztens in meine Statistiken geschaut und voll viele von euch haben mich gar nicht abonniert, aber schauen meine Videos. Also wenn ihr ein Abo da lassen könntet, das wäre ganz toll. Ich glaube, ihr werdet dann auch ab und zu mal benachrichtigt von YouTube, wenn ein neues Video online geht. Ich weiß nicht ganz, wie das funktioniert. Wenn nicht, könnt ihr auch diese Glocke aktivieren, wo ihr dann eine Benachrichtigung geschickt bekommt, weil ja aktuell irgendwie seltener was online geht. Ich habe letztens bei Nisi gesehen, dass sie ihre Follower, also ihre YouTube-Zuseher daran erinnert hat und das fand ich irgendwie ganz schlau, weil das habe ich noch nie gemacht. Ich frage danach auch gar nicht, so like, comment and subscribe, aber irgendwie macht es dann schon manchmal Sinn, das zu erwähnen, weil ja, dadurch, dass ich halt wenig hochlade aktuell, ist es dann ganz gut, wenn ihr seht, wenn mal was kommt. Aber ja, wie gesagt, auf Instagram ist es ein bisschen aktiver aktuell, also schaut da auch gerne mal vorbei. Dann danke fürs Zuschauen, wir hören uns in den Kommentaren und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!